So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pastor at Home. Ich hoffe, deine Woche, die vor dir liegt, ist einigermaßen entspannt. Es ist auch ein Feiertag drin. Und ich hoffe, dass sie rundum gut wird für dich. Wir gehen wieder weiter mit Jesus und seinen Fragen. Da sind wir gerade in dieser Thematik drin. Und bevor ich die Frage für heute stelle, möchte ich dich ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte. Jesus hatte seine Jünger rausgeschickt und sie sollten Kranke heilen, Dämonen austreiben, evangelisieren, die Orte ein bisschen vorbereiten, wo er auch noch hingehen wollte. Und dann kommen sie zurück und sind am Erzählen und stehen zusammen, berichten auch ihm, was sie alles erlebt haben und klopfen sich so gegenseitig auf die Schulter, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind. Ja, und mittendrin sagt Jesus einfach, ey, komm Freunde, wir hauen jetzt mal ab. Er will sie einfach mal rausnehmen, sie hatten auch kaum Zeit zum Essen und es waren ja auch viele Leute da. Und sie gehen dann in ein Boot, steigen in ein Boot und er will mit ihnen an einen Topon Eremon. Das ist so ein Ort, wo normalerweise keine Sau ist, also wo kein Mensch sich aufhält. Ein wüster Ort. Und dann fahren sie mit dem Boot raus und er will einfach, dass sie zur Ruhe kommen. Und er will mit ihnen alleine sein und dann fahren sie über den See. Und dummerweise gucken sich die Leute das an, wo dieser Wunder-Rabbi mit seinen Jungs hinfährt und sie beobachten ihn und sehen, wo das Boot hinfährt und laufen dann um den See rum. Und als Jesus dann endlich an diesen Wüstenort kommt, ist er voll mit Menschen. Und dann sieht man wieder so die Leidenschaft Jesu. Er dreht nicht ab und sagt, komm, wir versuchen mal den nächsten Ort, sondern er merkt einfach, die Menschen brauchen ihn. Sie sind wie Schafe ohne Hirten und er fängt an, sie zu lehren und er predigt und so. So geht der ganze Tag vorbei. Und so, als es dann Abend wird, kommen die Jünger, klopfen Jesus so ein bisschen auf die Schulter und sagen, hey, hier sind ein paar tausend Leute, schick sie doch mal weg. Das wird jetzt ein bisschen viel, die verhungern ja unterwegs und wir können die auch nicht sättigen. Und Jesus sagt, nee, gebt ihnen doch zu essen. Wir schicken die jetzt nicht weg, es ist sowieso schon Abend, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger gucken ihn ratlos an und im Paralleltext in Johannes steht dann, dass sie sagen, lass uns mal kurz überlegen, das sind hier 5000 Männer plus Frauen und Kinder, so um die 10.000 Leute sind hier. Wir bräuchten alleine 200 Denare, um jetzt hier zum Aldi oder Lidl schnell zu gehen und Brote zu holen. Ein Denar war damals so ein Tageslohn eines Arbeiters. Also 200 Denare, damit jeder ein bisschen bekommt, damit er auch heil nach Hause kommt. Also eine Riesensumme Geld, die sie gar nicht hatten. Und eine Riesensumme von Menschen, die hungrig waren. Und dann kommt diese Frage im Markus-Evangelium. Wie viel Brote habt ihr? Geht mal schauen. Jesus möchte, dass sie eines klar sehen. Was wir haben, reicht nicht aus. Also sie müssen jetzt auch nicht zählen und sagen, ja, hier, wir haben jetzt ein paar hundert Brote und das würde so und so weit kommen, sondern sie haben nur 5 Brote und 2 Makrelen. Also ganz viel, viel zu wenig. Das hätte auch gar nicht für die Jünger alleine gereicht und für Jesus, sondern sie müssen ihm eingestehen, wir haben viel zu wenig. Und diese Zahl, 5 Brote und 2 Fische, ist für mich immer wieder so ein Sinnbild von dem, was wir haben, nämlich viel zu wenig. Egal wie viel Ausbildung ich habe, egal wie lange ich für Jesus arbeite, wie lange ich auch schon Pastor bin, egal wie viel wir eigentlich haben und meinen zu haben, es ist immer viel zu wenig. Und auch dich fragt Jesus heute, wie viel Brote hast du denn eigentlich? Und wahrscheinlich wird deine Antwort auch sein, zu wenig. Es reicht hinten und vorne nicht, für mich reichen die Kräfte nicht. Wie viel Kraft hast du noch? Wie viel Geld hast du? Wie viel hast du übrig? Und normalerweise müssten wir eingestehen, es ist einfach nicht genug. Und Jesus möchte diese Antwort auch hören. Weil es geht, im Endeffekt will Jesus auch seinen Jüngern beibringen und auch dir und mir, wir sind abhängig von Gott.
Wir sind nicht nur seine Kinder, sondern wir sind auch abhängig von Gott. Es geht nie darum, dass wir uns selbst ernähren, in dem Sinne, dass wir selbstständig werden und dass wir halt immer weniger Gott brauchen, dass wir immer weniger Segen brauchen, immer weniger von ihm brauchen, weil wir immer mehr selber leisten. Genau andersrum soll es sein. Du musst erleben, du hast immer zu wenig. Du hast immer eigentlich ein Defizit. Und deshalb bist du auch abhängig von ihm. Und manchmal fällt es mir leicht, manchmal fällt es mir auch richtig schwer. Eigentlich würde ich gerne selber Sachen in die Hand nehmen, selber leisten. Aber dann hängt es an mir. Und dann bin ich verantwortlich. Und dann mache ich die Sachen selbst. Und dann bekomme ich auch das ganze Lob. Wenn ich weiß, ich bin abhängig von Jesus. Und ich bleibe abhängig. Denn die Aufgaben sind immer einfach viel zu viel. So wie für die Jünger. 10.000 Menschen haben Hunger. Und sie haben ja auch Hunger. Und Jesus mussten sie ja auch noch versorgen. Und es reicht einfach nicht. Deshalb die Frage heute, wie viele Brot hast du? Und ich kann dir einfach nur sagen oder wünschen, gib Jesus die Antwort, dass du sagst, es reicht nicht. Es reicht für all die Dinge nicht. Deshalb brauche ich dich. Ich bin abhängig von dir. Gib du mir. Und die Jünger erleben dann ein unglaubliches Wunder. Und das ist das Wunder, was wir auch immer wieder erleben in unseren Diensten. Egal wie viele Menschen kommen und bedürftig sind, ob es in der Seelsorge ist, ob es im Gottesdienst ist. Es ist eigentlich immer zu viel. Und wir haben nie mehr als 5 Brote und 2 Fische. Aber die dürfen wir dann einsetzen. Und das tun die Jünger auch. Und dann zu erleben, was Gott daraus machen kann. Das wünsche ich dir auch in der Woche. Das, was du Gott hinhältst, das, was du ihn segnen lässt, deine 5 Brote, deine 2 Fische, deine Kraftlosigkeit, deine wenige Energie, deine wenige, was immer es ist zu wenig. Aber halte Jesus hin und dann wirst du merken, wie er alles füllt, wie er es segnet, wie er es mehrt. Das wollte ich dir mit dieser Frage heute sagen. Kannst du nochmal nachlesen in Markus 6 oder in Paralleltexten. Und dann werden wir uns, jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben Donnerstag einen Feiertag. Also wir werden uns Mittwoch und Freitag wieder sehen mit weiteren Fragen von Jesus. Gott segne dich und wie gesagt, eine gute Woche dir.